Willkommen, schneckisches Freunde, zurück zu einer neuen Folge von The Man of Madden. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Lasst uns zusammen schauen. Los geht's. Bams. Auch von mir, hallo. Ich bin auch wieder am Start. Wie immer. Den Controller hat sie auch in der Hand. Ja. Mal sehen, was das gibt. Ich hoffe, da kann man nicht so leicht kaputt gehen. Ansonsten, ja. Ihr wisst ja. Sag jetzt schon mal Scusi. Lädt da so lang. Ja, der braucht halt. Lass ihn doch. So. Vorschriften? Sind wir im Kindergarten? Ich muss darauf hinweisen. Wir sehen uns doch bloß um. Kriegt doch keiner mit? Gut. Aber beeilt euch. Und fasst bloß nichts an. Ich kann es kaum erwarten, als Erste da unten zu sein. Stell dir das vor. Unberührt. Jungfräulich. In ein paar Minuten solltet ihr runter können. Ich nehme die Flaschen. Ihr Jungs checkt nochmal alles. Seht ihr mal die Kamera an, ob da was Brauchbares drauf ist. Klar, Ma'am. Hey, sieh doch mal nach deinem Bruder. Ja, dann sieh doch mal nach ihm. Oh, da gab's ein X zu holen. Hi, Süßer. Hey, Süßer. Ich hab die Ausrüstung gleich startklar. Hm. Besorgt, danke für die Ausrüstung. Interessiert, kann ich helfen? Ja, nichts sagen. Nichts sagen? Ja. Sieht alles okay aus. Aber du solltest dich vielleicht auch ein bisschen mit den Dingern auskennen. Mal ehrlich, ich bin gerade nicht so happy mit El Capitan. Bestimmt wir. Was bleiben wir erstmal cool? Verständnisvoll, sie verdient eine Stange Geld. Ja, ich weiß. Bleiben wir erstmal cool. Cool? Warum? Hat keinen Sinn, sie zu verärgern. Wenn sie mich noch einmal daran hindern will zu tauchen, dann gibt's Ärger. Okay, aber provozier sie nicht. Okay, ich stell dann mal die Kreislaufgeräte ein. Den Rest machen wir dann am Ende zusammen. Cool. Schrei, wenn's soweit ist. Da! Ah, schrei. Noch ist es nicht soweit. Ich bin fast fertig. Cool. 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 Hi. Die Regeln hier draußen gibt's nicht ohne Grund. Ihr solltet das respektieren. Aha, höflich, nee. Sorry wegen vorhin, energisch. Energisch. Wir haben dafür bezahlt. Fliss, Lady. Wir haben eine Menge für diesen Tauchgang bezahlt. Genau an dieser Stelle. Immer wenn ich Leute wie euch rausfahre, passiert dasselbe. Keinen Respekt vor den Bräuchen anderer. All diese Regeln sind doch ganz einfach. Wie viel Erfahrung hast du denn mit solchen Tauchgängen? Selbstsicher, habe Erfahrung im Wracktauchen. Ja, Wracktauchen. Genervt, ich kenne die Regeln. Ich war schon in ein paar Wracks. Bin kein Profi. Aber, naja, erfahren. Wenn das hier dein erstes unregistriertes Wrack ist, solltest du wissen, dass man bestimmte Protokolle einhält. An euch alle, das hier könnte auch ein Kriegsgrab sein. Störung wäre illegal und unmoralisch. Huiuiuiui. Streitlustig, wer weiß davon. Aufgeblasen. Kapiert, wie viel? Ich würde aufgeblasen nehmen. Nee, streitlustig. Hier ist sonst niemand. Wen stört's? Unsere Route ist im Hafen hinterlegt. Wenn jemand sieht, dass Taucher am Wrack waren, haben sie uns direkt in Verdacht. Erst recht, wenn kleine Souvenirs online auftauchen. Weißt du was? Ich kann euch nicht aufhalten. Aber halt dich da unten an die Regeln und mach nichts, was mich später den Arsch kostet. Oh mein Gott. Was ist die unentspannt, ey? Ist die zickig? Die Periode oder was? Lady, Lady, Lady. Hat du die Erdbeerwoche? Wo ist denn mein Bruder? Bruder? Der heult irgendwo. Laber nicht, ernsthaft? Warum sollte der heulen? Es geht. Ach. Alles klar? Sorry, das Bierchen war dann doch zu viel. Einfühlsam, mach dir keine Sorgen. Bestimmt, du solltest es besser wissen. Nein. Ja.
Oh Mann, weißt du echt nicht, wie viel du verträgst? Klappe. Ich wollte bloß mit Conrad klarkommen, wie du gesagt hast. Euch zu betrinken? Ach komm. Okay, okay. Genieß einfach das Meer. Ich komm dann später. Fast noch fett am Abreiern. Okay, wir haben ihn gefunden jetzt. Hat die Alte jetzt vielleicht die Scheiße mal fertig gemacht? Ja. Kann sein. Was ist? Warum hast du mich gerade so angeschaut? Da war ein X. Ja, ist ja gut. Dann gehen wir mal kicken. Gucken. Angucken. X. Was haben wir denn hier? Okay. Nice, was war das? Eine Vision? Ja, Vorahnung freigeschaltet. Schick. Ja, es glitzert da so links. Hä? Ja. Irgendein Ausweis. Oder? Ja. Was, Name? Was ist denn das? Fälligkeit. Du Boys. Steht sogar Gewicht drauf, als ob sich das nicht ständig ändern kann. Steht auf dem Ausweis oder was? Mann. Kann doch morgen was ganz anderes wiegen. Ja, könnte. Hey Jungs, Flaschen bereit. Guck die Flaschen. Ah, können tauchen gehen. Ich mach ein bisschen Action hier. Hol mal rein. Okay, also. Das ist das Kreislaufgerät. Viel cooler als normale Atemgeräte. Das Ding nimmt all das CO2, das du sonst ins Wasser bläst, und bereitet es wieder auf. Nein. Und verringert beim Auftauchen die Dekompressionszeit. Echt klasse. Geil. Okay. O2-Check fertig. Wow, 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 immer mit der Ruhe. Check erstmal dein O2. Genau. Neckisch, alles tipptopp, anerkennen, danke für deine Hilfe, natürlich danke für deine Hilfe. Danke für deine Hilfe. Okay, ihr Clownfische, ich guck mal, was Fliss gerade so treibt. Benimm dich, Conny. Clownfische, hat er gerade gesagt. Jo. Ich bin doch kein Nemo. Nehmen. Was davon? Nehmen. Ich weiß nicht. Nimm was. Hab ich doch. Du filmst, ich sag, wo es lang geht. Machen wir ein Vorherfoto. Tada. Klick. Nimmt das Foto. Ich hätte die Brechstange genommen. Ah, die Stange. Ja, bin dabei. Oder ist das so ein blöder Selfie-Stick? Hab den Bangstick. Das habe ich schon gehört. Aha. Schon mal benutzt? Gegen Haie? Nö. Was ist denn ein Bangstick? Noch nie gehört. Vielleicht ein Gangbangstick. Das hatte ich tatsächlich auch zuerst im Sinn. Ein Bangstick. Leute, wisst ihr, was ein Bangstick ist? Wenn ja, dann schreibt es doch mal in die Kommentare und erklärt mir das mal bitte, was das bitte sein soll. Hab ich noch nie gehört. Würde mich auch interessieren. Hoppla. Alles gut? Mehr oder weniger? Das würde ich auch gern mal machen. Das ist bestimmt geil. Nein, schwimmen? Nee, schade, dass du so verklemmt ist. Sie tut ja, als wollten wir das Flugzeug plündern. Hey, ein Souvenir wäre cool. Ein klitzekleines Etwas tut doch bestimmt niemandem weh. Das bleibt unser Geheimnis. Das Wrack wird ja auch nicht täglich überprüft. Da. Diese Form. Das muss es sein. Oh, ho, ho. Das ist ja viel größer, als ich dachte. Scheiße. Ziemlich unbeschädigt. Das ist ein sensationeller Fund. Suchen wir nach einem Weg ins Innere. Tauchen, wollte ich eigentlich sagen. Gerne mal tauchen. Ist das die Stimme von Nathan Drake? Mann, das wollte ich sagen. Jeder Captain. Kleines Bier mit dem Herzen. Das war gerade eine Frage von mir. Du bist nicht mein erster Offizier. Zweiter Offizier. Nein. Alles fit, Schiffsjunge? Immer noch nein. Dein spendabler, gut aussehender Kunde bittet darum, ein goldenes, kühles Gebräu mit dir genießen zu dürfen. Oh, entspannt, klar, warum nicht? Nein, ich muss mich konzentrieren. Nee, ich muss mich auf deine Freunde konzentrieren. Haha. Nettes Boot hast du hier. Wie bezahlt man sowas?
Backstein. Lange Geschichte. Frag eine Lady nach Geld. Du weißt, dass man eine Lady nie nach Geld fragt. Okay. Ich kaufe mir nur bald selbst ein Boot und dachte, du hast vielleicht Tipps für mich. Wie mein Vergnügen. Ich habe zu viel um die Ohren. Na, ja, bleib mal zickig. Ich habe gerade ziemlich viel um die Ohren. Tidim. Weißt du was? Ich sorge lieber dafür, dass die Duke of Milan nicht auseinanderfällt. Yep. Ei, ei. Hat er die versucht anzubaggern? Nee. Bist du sicher? Nur ein bisschen Langeweile. Wetter ist gut. Echt? Wetter ist gut. Ja, zwei. Oh, oh. Die Wolken gefallen mir gar nicht. Sieht nicht gut aus, nein. Das gibt einen Hurricane. Ein Hurricane. Oh, oh. Jetzt wird's ganz schön voll hier. Sag ich doch. Oh, shit. Hallo, mein kleiner Freund. Was willst du bloß hier draußen? Gucken, was du da so treibst. Wer mag das? Mit dem Bangstick. Wer mag das nur sein? Egal. Dieser kleine Punkt da. Ah, ja. Und du so. Ah, hallo, kann das X bitte nochmal kommen? Danke. Hey, alles senkrecht? Genießt du die Auszeit? Überwach die Taucher. Du überwachst die Taucher und ich sehe nach dem Boot. Kein Prop-up. Es ist mein Ernst. Du stehst hier fest? Das ist mein Ernst. Das ist jetzt echt kein Spiel mehr, Conrad. Mach's ordentlich oder lass es. Ja, klar. Kapiert. Im Ernst. Genieß deine Ferien. Verwöhnte Gören. Ach komm. Ja klar, genieß deine Ferien. Aber klar. Die bissig. Ja, die geht mir schon ein bisschen auf die Nerven, ne? Oh, vielleicht sehen wir jetzt, wer da ankommt. Meinst du? Möglich. Nee. Nee. Okay. Hallo? Geht wohl nix. Weit und breit nix zu sehen. Oh. Eine Boje. Wasser weg. Vielleicht dachte sie, sie könnte den Punkt irgendwo da sehen, weißt du, wer das ist? Ja, dachte ich auch. Aber den war wohl nicht so. Tja, Lady. Scheiße gelaufen. Ah. Wow, das ist kein normales Wrack. Hoffentlich kriege ich deswegen keinen Ärger. Ah, mach dir mal nicht ins Höschen. Bis sie sich einscheißt, ey. So, eine alte Propellermaschine. Ja. Naja. Wahrscheinlich irgendein Bomber. Bomber. Du, 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 Bomber. Du, du, du. Bomber. Bomber. Du, 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 du. Du kannst nicht singen. Das kann nur ich. Ach, halt die Schnauze. Mal sehen, was sie sieht. Nice. Gar nichts. Einfach nur ein Bild. Ich hasse dieses Bild. Ja, aber warum? Warum hängt's denn da? Ist doch dein Kahn. Warum hast du dieses Bild? Sag es uns. Wie läuft's? Umgehauen von einem Bier. Mann, ich bin eine Lusche. Geil. Ah, trink nicht so viel. Du bist im Urlaub. Hey, du bist im Urlaub. Übertreiben gehört dazu. Ich gründe jetzt den Club der Zurückhaltung. Bin schon Mitglied auf Lebenszeit. Hoffentlich amüsieren sich die Turteltauben da unten. Ui. Ich hoffe, sie wissen, was sie tun.
Was weißt du? Was weißt du, ja. Was weißt du? Was weißt du über dieses Wrack? Gerüchte und Theorien. Ich hatte die Spekulation satt und wollte sehen, ob hier wirklich etwas ist. Mhm. Ja, hast du es rausgekriegt? Du interessierst dich für die Geschichte? Skeptisch? Und das Nein. Interesse an Geschichte? Oh Gott, viele wissen, was das ist. Und dann habe ich gehört, mein Opa war in der Navy und hat jede Menge Orden. Ich wollte wissen, was er alles so erlebt hat. So hat's angefangen. Cool. Ich hoffe, Sie haben Respekt mit Geschichten etwas anfangen. Mit alten Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg. Was zum Geier. Hey, Fliss! Da vorne, ein Boot! Was wollen Sie? Zu ausrauben. Das ist nicht die Küstenwache, sieht aus wie ein Fischerboot. Würde ich auch sagen. Ein Boot der Küstenwache. Wir gehen nicht in den Knast. Was machen wir jetzt? Sei still und lass mich das regeln. Das ist seltsam. Wir machen gar nichts. Ich bin der Captain. Sei still und lass mich reden. Verstanden? Na, packt sie wieder ihre Peitsche aus. Fletch. Alter. Ei. Haut ab. Wir haben Taucher im Wasser. Hey, verschwindet hier. Was soll das denn werden? Aber echt? Was ist das denn gerade für eine Scheiße? Hey, das Boot ist kaputt, siehst du? Unser Boot! Das regeln wir schon, Mann. Ist kein Problem. Was meinst du, würden 10 Mäuse reichen? Kein Fehler. Sagen wir 20. Oh Mist. Meinst du doch eher 30? Krieg ich noch hin? Okay, Jungs, ihr könnt echt gut feilschen. Schon gut. Hier, nehmt einfach den ganzen Pott. Der scheint einiges zu haben. Ah, der sieht nicht begeistert aus. Nee. Der macht... Der knurrt ein bisschen. Macht der... Vielleicht fängt er da an zu bellen. Julia fragt im Südpazifik. Da kommen wir durch. 20. Juni, 18.12 Uhr. Oh. Hey, Vorsicht! Kann gefährlich sein. Ladies first. Oder auch nicht, Klammer zu. Ja. Ich will nur mal kurz anmerken. Heilige Scheiße, Alex, wir haben's geschafft. Ist doch unglaublich. Ja, ich wusste. Sehen wir uns doch lieber etwas um. Los, los, los. Julia, stopp. Da passt du nur ohne Tauchgerät rein. Zu riskant. Das Rohr ist ziemlich eng. Wenn du ohne Kreislaufgerät stecken bleibst. Dann blub blub. Riskier mal was. Ist vielleicht zu gefährlich. Riskier mal was. Sei nicht so ein Weichei. Ich schaff das. Weichei? Im Ernst jetzt? Bin ich tot? Was geht hier vor? Riskier mal was, Feigling. Mutig. Mal gucken, ob wir sie wiedersehen. Octopus. Was sagst du da? I. Eine Octopussy. Du bist zu langsam. Sag mal. Ja, sag einmal.
Tja. Was? Hast du Glück, dass der dir hilft? Ich hab's gerade abgesoffen. Scheiße und das war's. Eine Chance, kapiert? Jupsi. Ich weiß, dass ich dir okay war. Kein Problem. Ganz ruhig. Mir geht's gut. No problemo. Suche läuft. Durchsucht das Gebiet 1 sauber, 2 sauber, 3 sauber. Okay. Sehr das schön. Das war eine Rettungsmission. Mhm. Die Frage ist, was oder wen wollten die retten? Boah, wenn ich das wüsste. Oh! Einschussloch. Einschusslöcher. Cool. Der ganze Rumpf durchsiebt. Brad flippt noch aus, wenn er das sieht. Ich glaube, das Ding hat jemand vom Himmel geholt, ne? Ja. Zweiter Weltkrieg oder so ein Käse? Mhm. Was war das? Sehen wir nach. Haha. Der Bangstick. Jetzt kapier's. Ach was. Die Tür weggebankt. Ja, cool. Oh. Was ist denn das? Der hängt da rum. Siehst du doch. Jetzt! Oh. Ich hätte mich fast vollgepickelt. Ist doch schön warm. Yeah. Also ich mich nicht, aber ich dachte, was? Pilot und Co-Pilot. Kein Zweifel. Flugzeugabsturz. Echt kein schönes Ende. Nö. Ja. Am besten gar nicht erst einsteigen. Jupp. Wenn du das langsam sagst. Das Zeug liegt schon ewig hier unten. Ja. War ja klar, dass sie da rumspielen muss, weißt du? Oh. Du hebst gleich ab. Oh. Julia! Yay. Kommt! Fass sonst einfach nichts mehr an, klar? Mein Gott! Die muss doch eigentlich schon ewig in 3 Tage verwest sein. Siehst du doch. Er hält was fest. Bild. Seine Frau, ne? Er kennt nicht so viel. Irgendwie nicht. Sieht aus wie ein kleiner Gollum da links. Links? Ich dachte gerade eher, das ist eine Frau und das rechts daneben ist ein Mann mit Bärtchen. Oder? Wow. Sah doch auf Netflix so aus. Was ist hier nur passiert? Ich denke, sie wussten um ihr Ende. Jo. Was geht jetzt für eine Scheiße? Wir müssen hier raus, jetzt! Dann schwimmen! Boah! Hai? Jetzt auch noch Haie? Komm her, du Hai! Der frisst dich! Ein grauer Riffhai. Kein Interesse an uns. Komm echt schon. Okay. Haben die nicht alle Hunger? Fliegende Haie? Nein? Anscheinend nicht. Okay. Was machst du? Warum das Gezappel? Ich weiß nicht wie. Ich wollte dich was fragen, aber jetzt ist es gerade schlecht. Hast du ein hartes Problem? Oh, hast wohl ein hartes Problem, hm? Ist doch jetzt egal.
Lass uns wieder auftauchen. Ach Mann! Im Ernst, was ist los? Hey, im Ernst, was ist los? Nichts. Klar, aber ich mach mir Sorgen. Nur, vergiss es. Hätte nichts sagen sollen. Komm schon, wir müssen jetzt echt nach oben. Manu! Sie macht sich Sorgen um sein hartes Problem. Wir kommen rauf. Over. Sein hartes Problem. Ja. Hey, wo kommt das andere Boot her? Der Bangstick. Oh, da gab's bestimmt Trouble da oben. Gut Warte. Möglich. Julia, hier ist die Dekompression. Oh. Oh, shit. Scheiße. Was zum Teufel? Wir müssen da rauf. Warte, die Dekompression. Dekompression? Mein Bruder ist da oben. Verdammt, ja, okay. Ah. Verdammt, stimmt ja. Die Dekompression. Wir kriegen nichts mit. Scheiße, ich geh hoch. Jo. Hey, was zum Teufel ist hier los? Hey JJ, keine Panik. Dein Bruder hat einfach meinen Grill in die Luft gejagt. Conrad, bist du bescheuert? Verwirrt? Warum bezahlst du das mehr? Was war mit dem anderen Boot? Was war mit dem anderen Boot? Diese Fischer sind voll in die Tauchleine gekracht. Oh. Wen juckt's? Ist doch egal. Mich interessiert, was ihr gefunden habt. Tja, das Flugzeug. Es ist riesig. Voll mit coolem Zeug. Leider konnten... wir es nicht ganz unversehrt wieder verlassen. Was? Wieso? Wegen der Tauchleine. Wie schlimm? Also erstens, das Cockpit ist weg. Für eine Scheiße! Was pisst denn die so rum, ey? Aber echt? Die ist ja voll das Feuerwerk, die Alte. Sie lernen wohl diese unerschütterlichen Abenteurer kennen. Alex und sein kleiner Bruder Brad wollen mit den großen Fischen schwimmen. Und beide haben Angst vor der Tiefe. Und Julia, die große Liebe von Alex. Und sie fühlt ebenso. Was ist mit Conrad? Ein Draufgänger, könnte man sagen. Oder vielleicht eher arrogant? Und dann ist da Captain Fliss. Stark, direkt und stur. Sie scheint mir irgendwie immun gegen Conrads Charme. Zumindest bisher. Hab ich doch gesagt, er baggert die an. Ich versichere Ihnen, sie halfen Ihnen, Entscheidungen zu treffen, die Sie später schätzen werden. Und manche, die Sie bestimmt später bereuen. Oh oh. Okay. Okay. Da habe ich ja jetzt schon Angst, du. Panische Angst. Panische Angst. Bangstick-Angst. Wie gut war das Flugzeug erhalten? Erwartungsgemäß. Brad, das war Wahnsinn. Das war wie eine Zeitreise. Kein Witz. Tja, es war wie eine Zeitreise, bei der man aus Versehen in einer Vergangenheit landet, in der alles unter Wasser liegt und voller Muscheln ist. Und Haie. Haie? Grauer Riffhai. Ah. Hey, ich war ganz schön nervös. Wollte Conrad nicht erst Fliss helfen und dann mehr Bier holen? Vielleicht hat er gedacht, hey, ich trinke mal eins und wurde betrunken. Und er hat uns vergessen und weitergetrunken. Und weitergetrunken und dann war alles weg. Klingt, als hättest du Erfahrung mit dieser Art Phänomen. Genau, so geht das schon seit Jahren. Ich suche ihn mal. Oh, da steckte ein Geschoss im Flugzeug. Huh. Es ist unter Deck, wenn du mal gucken willst. Ja. Alex, da ist doch etwas. Du bist wie ein offenes Buch mit Schriftgröße 50. Ich kann schon aus der Ferne sehen, dass was ist. Nichts ist. Alles gut. Blödsinn, du bist Mr. Melancholisch höchstpersönlich. Julia, bist du glücklich? Ja,
Klar, natürlich. Warum fragst du das? Ich schätze, ich habe nur ein wenig Angst um unsere Zukunft. Weißt du? Was jetzt? Wie, was jetzt? Wir haben eine... Ich denke, vor uns liegt eine glückliche gemeinsame Zukunft. Wirklich. Ja. Bla, bla. Weißt du, du bist ziemlich das Beste, was mir je passiert ist. Bla, bla. Mann. Romantisch. Ich liebe dich, Alex. Weißt du, wo die anderen sind? Ich gehe sie holen. Chill doch so lange. Haha. Hey, mein Bruder gesehen? Oder Fliss? Nein, ich war abgelenkt. Holen wir sie. Klar. Also, wann passiert... Weiß schon, irgendwas Magisches? Hä? Okay? Was ist los? Ich möchte mich offiziell für meinen Bruder entschuldigen, der hier geiler Teenager spielt. Oh, ist okay. Ich komme mit Kindern klar. Conrad, Bier, wo ist das? Ach ja, das Bier. Wollte ich gerade holen. Okay, wo wir schon alle hier sind, sehen wir uns doch den Navigator-Block an. Vielleicht finden wir raus, warum das Flugzeug da war. Wo ist er denn? In deinem Koffer. Okay, ich hol ihn. Hey. Ich würde sagen, wir holen ihn in der nächsten Folge. Okay. Du wirkst abgelenkt. Würde ich auch sagen. Alles gut. Sorry. Ich war wohl etwas abwesend. Ja, du warst ein bisschen abwesend. Aber halb so wild. Also, können wir wegen des Unfalls nicht mehr tauchen? Ich sag es jetzt noch einmal fürs Protokoll. Ins Flugzeug zu gehen war super gefährlich, offensichtlich, und doppelt so illegal. Okay, jetzt ist es passiert und wir müssen den Rest unseres Lebens lügen. Sonst droht uns Knast. Ja. Ich schweige wie ihn. Genau. Dann haben wir's Maul. Morgen wieder darunter? Ich würde sagen, Leute, dann schaltet wieder in der nächsten Folge ein. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ich suche dann jetzt mal Julia. Und tschüss.